Ja, sehr wichtige 3 Punkte für uns heute. Wir haben uns fest vorgenommen, dass wir das Spiel gewinnen und haben es auch gewonnen. Umso glücklicher bin ich über meine 3 Scorer-Punkte und über das 4-2. Und so kann es weitergehen. Den Schwung sollen wir mitnehmen für das nächste Spiel. Und dann sollte der Trend nach oben gehen. Wir sind erstmal sehr froh, dass wir das Spiel gewinnen konnten. Wir haben natürlich sehr viele gute Chancen gehabt in der ersten Halbzeit, haben davon leider nur eine nutzen können, aber haben es dann, glaube ich, auch unnötig spannend gemacht. Aber letztendlich sind die 3 Punkte das Einzige, was zählt. Und deswegen sind wir froh und das können wir nach Hause fahren. 4-2 den Kamerimons gewonnen, hoch verdient. Hätten meines Erachtens noch viel höher gewinnen müssen, kommen am Ende sogar noch in Bredouille, weil wir dann 2 Situationen zulassen auf Kunstrasen, die immer dann entstehen können. Letztendlich kann ich heute meiner Mannschaft wirklich nur einen Vorwurf machen, dass wir nicht frühzeitig Karl Marienborn geschlagen haben, in der Form, dass es schon 4-5-0 steht. Insgesamt war die Bereitschaft der Truppe heute wirklich da und die 3 Punkte waren halt für unsere Entwicklung super, super enorm wichtig.